Mein Leben lang habe ich daran gearbeitet. Ich habe mir ein hohes Ziel gesteckt. Ich wollte den großen, den einmaligen, den vollkommenen Wein schaffen. Aber bis heute ist mir das nicht gelungen. Na, vielleicht versuchen Sie es mal mit Trauben. Ein kleiner Scherz muss sein, auch im Weinkeller. Hallo zur Zelle Lloyd. Ehrlich, gerade war die Sonne noch da. Jetzt ist sie weg. Egal, es wird kühl, macht nichts. Trotzdem noch gemütlich hier. Ich habe mir ein kleines gemütliches Plätzchen nämlich heute ausgesucht, weil ich mich heute an schöne Dinge erinnern will. Retro-Time heute bei Zelle Lloyd. Die 70er sind fällig. Die 70er Jahre waren doch so schön. Ich selber habe sie nicht wirklich mitbekommen, habe sie eigentlich nur im Fernsehen miterlebt. Die ganz großen Typen und vor allem die ganz großen Sprücheklopfer. Bud Spencer, verpasst Mausezähnchen, ein Satz heiße Ohren. Oder Belmondo will einem Typen die Stiftzähne ins Gehirn treten. Oder Tony Curtis macht einfach einen Witz im Weinkeller. Alles mehr oder weniger Zitate aus großartigen Komödien aus der Zeit. Und diese ganzen Übersetzungen, diese ganzen eigenartigen Formulierungen stammen alle aus einer Feder. Und dessen Name ist Rainer Brandt. Wir wollen möglichst bald heiraten. Wenn du mir noch mal was sagst, etwas freundlicher. Sonst trete ich dir deine Stiftzähne ins Gehirn. Hallihallo, jetzt sitze ich hier mit Synchronisationslegende Rainer Brandt. Hallo, Herr Brandt. Oh, gerade am Kaffee trinken. Das macht nichts, der muss ja auch sein, sonst verstaubt man. Darchen. Vielleicht ist es euch jetzt schon aufgefallen, unter anderem Synchronsprecherstimme von Tony Curtis und von Jean-Paul Belmondo. Zum Beispiel, das waren die letzten. Was ist denn das? Ein altes Schwein in jungen Schläuchen? Wer raucht, ist schlecht und schubst alte Frauen vom Nachttopf. Rainer Brandt, der Name ist ja eigentlich schon ein Markenzeichen für diesen Sprücheklopfer-Humor, der da so in den 70er Jahren aufgetaucht ist. Was war denn eigentlich so die erste Rainer Brandt-Synchronisation? Gab's die? Ja, das kann ich Ihnen sagen. Ich habe bei einer Firma eine, es gab damals diese Hell's Angels-Filme mit den Motorrädern, mit den Harleys, diese tollen Filme, die aus Amerika kamen. Ich war im Atelier als Sprecher und sollte da irgendeinen Text sprechen. Und ich hörte das Englische, das amerikanische Englische, ein ungeheurer Slang war das. Und da sage ich, Freunde, das ist Blödsinn, was ihr hier steht, ist absoluter Quatsch. Denn die meinen da oben das und das und die sprechen das und das. Also das ist ziemlich zweideutig. Ach so, na dann mach doch mal. Baut einen Gag auf, er geht bis zum Höhepunkt, dann kommt der Gag, dann fällt er wieder runter, dann wird's so, wird es wieder, und das ist zu monoton, das ist mir zu, warum sprechen wir nicht so, wie man in der Kneipe redet, wie man mit Kumpels, man spricht ja einen Satz nicht zu Ende, man hat plötzlich einen anderen Einfall, hört wieder, kann mal zwischen, dann sagt er irgendwann eine dämliche Bemerkung, die kann man aufgreifen, warum kann man das nicht rüberbringen, wenn es denn das Korsett vorgibt, also das Material, was wir vorne haben, was wir sehen. Und so sind die Sachen denn entstanden, auch die zwei. Ich höre Hufschlag, der König kommt. Nein, der Bengel kann einen aber auch erschrecken und den Herrn, den er da um hat, den Herrn Lenin. Mit dem gehe ich nicht einen Schritt, da steigen ja die Dohlen hoch. Mein Gott, auch noch die Dose, darin haben wir früher Spekulatius aufbewahrt. Vor allen Dingen dieser Spekulatius-Satz, wie kommt man denn da jetzt drauf? Naja, das bietet sich doch an, wenn das so eine Büchse ist, dann ist ja ganz einfach, nicht? Was hat man zu Weihnachten da drin? Kekse, Spekulatius zum Beispiel. Ist gerade der Einfall gewesen. Wäre es ein Butterkeks, wäre vielleicht nicht so komisch, aber Spekulatius war komisch, nicht? Mandy, der Blaue hier zu meiner Linken und ich würden uns gerne den Staub aus den Nebenhöhlen spülen, einen gebrannten. Es ist ja immer, dass man die Komik setzt sich ja doch zusammen aus einem coolen Jargon, den die Jugend spricht, aus ein bisschen Kneipe, ein bisschen Jiddisch und ein bisschen Unterwelt. Und das kommt alles zusammen. Und das war diese Schnollerdeutsch, diese Kreation, die da rausgekommen ist. Weil das kam an, weil das ist witzig. Ich sollte Ihre Platte lackieren und den Tollfuß entstauben. Was ist los? Ach, Sie sind es. Wer sonst, Opa? Ich weiß zum Beispiel, dass die Amerikaner daraufhin, als sie das Ding nach Frankreich verkauft haben, mit der
Auflage, dass die meine Übersetzung wiederum nehmen mussten für Frankreich. War genauso ein Erfolg da drüben. Ich bin auf einer Cocktailparty gewesen. Meiner morgens? Tja, ich habe leider meine Hose nicht eher gefunden. Wo ist Brett? Was für ein Brett? Ach so, da, wo es hingehört, vom Kopf. Als die dahinter kamen, da sind die an mich herangetreten und haben gesagt, warum machst du denn nicht gleich? Dann kannst du gleich für uns die Drehbücher schreiben. Und Tony war begeistert, der fand es so gut. Und weil er versteht das ja einigermaßen. Ach so, okay. Und das macht er gleich. Und dann haben wir uns darauf hin, aber dann kriegten die sich so in die Wolle, dass die gesagt haben, der Tony Curtis und der Roger Moore, dass die gesagt haben, es hat keinen Sinn, wir können nicht miteinander arbeiten. Und dann ist das Ding gestorben. Ne? Die rosa Schnauzen piepsten da so nett, dass ich sie zu mir nahm ins warme Bett. Mein Gott! Die winzig kleinen Dinger noch ganz nackt und blind dabei. Mich hat das Elend so gepackt, dass mir was Nasses in die Augen kam. Dabei hat manches Weib von mir so unverhofft wie dieses Mausetier ein Kind gekriegt. Doch niemand nahm den Bastard auf. Ja, der Klaus, ne, das war schon einer, ne? Ein irrer Typ, kann man bei Klaus, glaube ich, sagen. Und super Sache. Ausstellung Manometer. Wurde auch mal allerhöchste Zeit, ist bestimmt interessant. Ich selber habe mir überlegt, ja gut, der Heiner ist am Wochenende hier und vielleicht fahre ich mal mit dem Heiner runter, schaue ich auch mal bei der Ausstellung vorbei. Jetzt aber erstmal ein kleiner Spaß aus der guten alten Zeit. What's this all about? What's everybody running from? It's the end of everything. What do you mean? I'm not arguing theory, General. I'm here to ask you, to beg you, to save your own world. It, the most fascinating mastermind man can conceive. A monster that can control all sources of the Earth's power. Able to pull man-made spaceships from their orbits. Making of those it chooses, slaves. Of this woman, a willing handmaiden. Of the chief of police, a cold-blooded killer. I've known you for 5 years. You just killed a man in cold blood. Why? I'll have to place you under protective custody. Peter Graves, the scientist who fought it. Beverly Garland, who believed her love stronger than it. Lee Van Cleef, whose brilliant mind was captured by it. It conquered the world. Genau, das müssen Sie nochmal erzählen. Das hatten wir schon im Vorgespräch, das müssen Sie jetzt nochmal erzählen. Mit dem, der große Blonde mit dem schwarzen Schuh. Wo ist sie denn, na? Naja, das war so ein Package-Film, der mitkam damals, also mitgekauft wurde von dem Verleih. Und da war die Frage, soll man den überhaupt synchronisieren? Ich fand, den hätte man synchronisieren, durchaus geht. Ich wollte nur gerne, wollte was umschneiden. Ich dachte, es müsste anders ausgehen. Und da habe ich gefragt, ob das möglich ist. Und die haben gesagt, na selbstverständlich, du kannst machen damit, weil du willst. Oh Gott, was ist denn? Hilfe, was ist denn jetzt? Hallo, Hilfe, dich doch. Hilfe! Ein raffinierter Hund. Und da habe ich im Bild einiges umgeschnitten. Und dann haben wir ihn synchronisiert und dann wurde es ein Riesenerfolg, der große Blonde mit dem schwarzen Schuh. Und daraufhin hat der Pierre Richard, weil mit einem Mal wieder erwarten, sein Film riesig in Deutschland lief, hat der gesagt, nur dann drehen wir doch einen zweiten. Na, dann leg mal deinen Arbeitskittel ab. Ich war mal, als wir in Rom waren, wir haben einen Film gemischt drüben und da habe ich die Bud Spencer, die haben gerade im Atelier gedreht, Plattfuß in Kairo war das. Na. Ja. Ja.
Und da war irgendeine Szene mit einem Lilliputaner, der da gegen einen Wandteppich springen musste mit einem Messer und runter. Und also eine ziemlich, ziemlich schwierige Kiste. Und der war völlig genervt und kaputt, dieser arme Kerl, dieser Kleine. Wenn er es dann endlich geschafft hat und alles mal funktionierte und das Licht richtig war, hat er einen Text vergessen. Ja, wer bist du denn, sag mal? Leif Detlef, der Gardinenschlitzer, was? Und in dem Moment, als ich hinten reinkam, wir waren nicht zu sehen, denn es war hinter den Kulissen, als ich reinkam, hörte ich nur, wie der völlig aufgelöst war und wie Carlo, also der Bud Spencer, sagte, mach dir doch einen Scheiß draus, den Text macht Rainer sowieso in Berlin. Und das war so komisch, er wusste nicht, dass ich da bin. Ne? Und das war schön, haben wir ja dann auch gemacht, natürlich. Ne? Ja? Monsieur Wolfoni, Sprudelgetränke und Eis? Genau. Gestatten Beaumont. Spionage und Schnauzenpolierer. Zum Beispiel bei so einem Film wie Der Profi mit Jean-Paul Belmondo, was ja so ein richtig harter Actionstreifen ist, mit eher ernstem Hintergrund, stellt sich ja natürlich auch manchmal die Frage, ist es jetzt eher eine Verfälschung der filmischen Botschaft oder einfach nur künstlerische Freiheit, die sie ausnutzen? Haben Sie sich damit mal so beschäftigt? Nee, da bleiben wir ziemlich dran. Bei diesen Filmen sind wir sehr am Original geblieben. Natürlich mit seiner, denn er ist ja sehr locker, nicht? Und er ist ja ein solcher Komödiant, wie Tony Curtis auch ist. Und das ist ja Belmondo auch. So, der ist hier. Los, ab jetzt in die Wälder zum Pilze mähen. Der hat ja auch diese flapsigen Sprüche auch im Französischen drauf. Und das haben wir übernommen und sie, also die Flapsigkeit hier eingesetzt, was man bei uns gerade sagt, nicht? Was in der Zeit gerade am Vogue war. Das haben wir dann einfließen lassen. Aber da sind wir schon dran geblieben. Was heißt zwischen den Krawatten? Ich hätte ihn auch in die Garderobe hängen können, aber da stand er so ab. Ja, der Kleine. Man könnte ihn glatt adoptieren, ne? Jetzt sieht er ein bisschen zerknautscht aus, aber Sie sind ja zum Bügeln hier. Damals, das kam an, was wir gemacht haben. Jetzt haben es alle versucht, aber nicht so richtig hingekriegt. Und dass die ganz schnell die Schnauze voll hatten, haben gesagt, ach, das wollen wir nicht mehr sehen. So war das war der Abriss. Dann kam dazu, dass so die großen Leute wie Louis de Funès dann gestorben sind. Sitzen Sie bequem da hinten? Solange der neben mir satt ist, ja. Irgendwann ist es mal dann vorbei. Es wird wiederkommen. Es ist ja alles eine Wellenbewegung, dieses ganze Leben. Es wird wiederkommen, wann weiß ich nicht. Aber es ist, auf jeden Fall ist es, was Komik ist, was richtig gute Komik ist, kommt immer an. Finde ich. Ach übrigens, ich möchte verbrannt werden. Nicht begrabe, ich ekle mich vor Würmern. Und Würmer kann ich nicht brauchen. Denn zum Angeln komme ich ja jetzt wohl nicht mehr. Gut, mein Freund. Dann mach erst mal die Klüsen dicht, sonst kriegt man einen Schreck, wenn man hier in die Höhle kommt. Rainer Brandt bei der Arbeit in seinem Synchronstudio. Was passiert hier so? Können Sie ein bisschen was erklären, technisches? Da machen wir jetzt eine Serie mit der Bette Midler und die ist in Amerika gelaufen und sie heißt dafür alle Preise, die es gibt in Amerika ein. Die machen wir jetzt ins Deutsche. Ja, ne? Wann die kommt, weiß ich nicht. Ist das so allgemein mit Synchronisation, was kommt an, was kommt weniger an irgendwie? Wie muss man sich da am Markt orientieren? Ja, leider ist es im Moment so, dass Filme nicht so gut gelaufen sind, weil die Leute sind also vollgestoppt mit Talkshow, Quizshow, Talkshow, Big Brother, nur dieser seichte Mist. Aber nach der letzten Forsa-Umfrage ist es ja wohl so, dass die Leute die Schnauze voll haben und sie wollen das nicht mehr sehen. Sie wollen auch keine Quizshows mehr sehen und sie verlangen wieder Filme. Aber der lebt hinter einer riesigen Mauer, hinter Stacheldraht und Selbstschussanlagen. Willst du jetzt machen? Willst du jetzt jeden Tag an der Grenze warten? Was soll ich machen? Wow. Verstanden. Sie werden Ihren Captain nie wiedersehen. Du kriegst wohl gar nicht genug, was?
Hey, bitte nicht da hinten. Wir wollen uns doch noch was für die Flitterwochen aufheben. Hast du was gesagt, Gilly? Oh, nein, ich hab bloß ein bisschen mit Ringo gespielt. Und jetzt da ein Text drauf machen. Ja. Ah, hier, Laub. Na, wie siehst du denn aus, die ganzen Lockenwickler? Geh mal dahin, dann machst du den Gulli auf und dann gucken wir, ob die Oma da immer noch wohnt. Hier, ich hab einen Stock. Warum bist du eigentlich so ein toller Typ? Sag mir mal. Ja, weil ich so klasse bin, Junge. Ich will auch mal so klasse werden. Ja, musst du immer üben, immer üben. Und immer schön gucken, was Papa macht. Ja, und was muss man da ganz genau machen? Am besten die Kohlen abliefern und uns machen lassen. Ist auch schneeweiß geworden, nicht? Um die Birne. Haben Sie den mal kennengelernt? Ja, sicher, natürlich. Und, was ist er für einer? Der ist genauso. Netter, ganz netter Kerl. Aha. Ja. Der Jean-Paul. Ja, Herr Brandt, vielen Dank. Jütchen. So, das war ein schönes Gespräch da mit dem Rainer Brandt in Berlin. Super Sache. Aber die Sendung ist trotzdem zu Ende. Das kann ich im Moment nicht ändern. Es tut mir leid. Deswegen seid ihr jetzt traurig und deswegen muss ich das ja immer wieder gut machen. Deswegen gibt es eine Kleinigkeit zu gewinnen. Mein Wortschatz ist auch nicht mehr das, was er mal war. Egal. Aber erstmal halt, Moment, das Zitat. Ja, mein Chef ist heute nicht da, außer Haus. Deswegen zitiere ich natürlich wieder meinen Lieblings-Actionheld. Vergessen Sie mir nicht, eine Kopie zu schicken. Super, super. Film, aber gute Unterhaltung. Heute zu gewinnen gibt es Captain Cosmotic. Ein Superhelden-Actionfilm. Da oben sich steht Simon Gose-Johann. Tja, das liegt, glaube ich, daran, dass ich da mitspiele. Ja, ich spiele dann mit. Genau. Ist auch gleichzeitig die Hausaufgabe, ne? Für den Fall, dass ihr den nicht gewinnen solltet, müsst ihr euch den mal anschauen. Ja, der ist jetzt auf DVD rausgekommen. Das wollte ich doch eigentlich sagen. Dem absoluten High-End-Medium. FSK ab 12, trotzdem ungeschnitten. Ha, wie wir das gemacht haben, verrate ich nicht. Und den gibt's übrigens in Pro-Märkten zu kaufen. Ja, mein Gott, den gibt's halt nur in Pro-Märkten zu kaufen. Deswegen muss ich das jetzt sagen, ohne Werbung machen zu wollen. Tut mir leid. Vielen Dank für euer Zusehen. Genau, das ist nämlich jetzt meine Schlussfloskel. Tschüss, bis bald.